So, der erste Schritt, um mit der Java-Entwicklung zu starten, ist die richtige Software. Was wir dazu brauchen, ist eine Entwicklungsumgebung und das JDK, das Java Development Kit. Als Entwicklungsumgebung werden wir NetBeans verwenden. Dazu schauen wir auf www.netbeans.org. Hier können wir unter Download die Entwicklungsumgebung herunterladen und sehen die unterschiedlichen Bundles, die zur Verfügung stehen. Für uns interessant und ausreichend ist Java SE. Das SE steht in diesem Fall für Standard Edition im Vergleich zur Enterprise Edition. Es gibt aber auch Bundles für C und C++ oder für ab dem dritten Semester in interaktive Medien interessant, für HTML5 und PHP oder halt alles. Ich werde mir diese Variante jetzt nicht runterladen. Ich habe sie mal vorab runtergeladen und die Installation gestartet, damit man sieht, was passiert. Das ist diese Installation hier. Und hier sehen wir schon eine kleine Warnung: No compatible JDK was found. Das bedeutet, er wollte jetzt nur die Entwicklungsumgebung installieren, aber eben nicht dieses Java Development Kit. Das Java Development Kit, dazu bemühen wir wieder Google, JDK, finden wir auf der Seite von Oracle, von denen Java ist oder die Java gekauft haben. Klicken wir wieder auf den Link und haben jetzt hier den Download. Wieder Java SE für die Java Standard Edition ist für uns vollkommen ausreichend und wir sehen hier inkludiert das JDK, das Java Runtime Environment, also um den Java Code auszuführen. Ich kann hier das JDK separat runterladen, aber auch, und das ist hier der Vorteil, das JDK bereits mit NetBeans im Pack. Das hier habe ich bereits heruntergeladen. Schauen wir uns das kurz an. Ich kann hier accepten und dann für jedes Betriebssystem meine Version herunterladen. Für mich war das Windows X64 für mein 64-Bit-System. Diese Installation habe ich bereits hier. Klicken wir uns durch. Regelmäßig für Updates checken. Und dann startet auch schon die Installation. Wie ihr seht, kann ich hier etwas schummeln und die Installation etwas beschleunigen. Vielleicht in der Zwischenzeit noch kurz, was das JDK enthält. Der wesentlichste und wichtigste Teil ist der Java Compiler. Das heißt, er übersetzt mir den Quellcode, den ich hier programmiere, also das, was wir in den Editor dann nachher schreiben, in einen Java Bytecode. Dieser Java Bytecode ist plattformunabhängig, das heißt auf jeder Plattform von Handy bis zum Server oder Linux, Mac und Windows kann der Java-Code dann ausgeführt werden. Weiters ist noch ein Dokumentationswerkzeug enthalten, das JavaDoc erzeugt und das quasi HTML-Dateien generiert mit meinen Klassen und Methoden und den Beschreibungen und Kommentaren. Außerdem ist noch ein Archivtool, das diese kompilierten Klassen, diesen Bytecode dann tippt, also zusammenpackt in sogenannte JAR-Dateien, JAR-Dateien, damit man nur mehr eine ausführbare Datei hat. Ja, und zum Schluss noch ein kleines Tool zum Signieren, damit ich die Herkunft auch eindeutig festlegen kann, dass sie von mir sind. So, die Installation ist mittlerweile fertig. Wir müssen nicht unbedingt anonyme Daten senden und können das jetzt abschließen.